Es ist Halloween und passend zu Halloween habe ich auch was gebaut, und zwar eine Bärenfalle. Ja, und das ist eigentlich auch schon alles. So sieht die aus. Hinten ist die schwarz und so. Ne, Spaß beiseite. Okay, nee, Spaß beiseite. Ich habe diesmal eine Bärenfalle gebaut. Und zwar nicht irgendeine, passend zum Filmstart von Jigsaw in den Kinos. Habe ich die Bärenfalle aus Saw gebaut, also die umgekehrte Bärenfalle. Und so sieht sie aus. Die hier besteht zu 90% aus Pappe und der Rest ist Draht, dann noch ein bisschen Plastik und Farbe. Und so habe ich jetzt diese Falle gebaut. Ein echtes Schloss ist auch dran. Das kann man wirklich hier abschließen und das ist schon ein etwas älteres. Das kann man nämlich dann hier so zur Seite aufmachen. Und ja, so sieht's aus. Die ist jetzt hier im Maßstab 1 zu 1 nachgebaut worden. Ich habe hier ein bisschen unsauber gearbeitet. Es ist jetzt, ja, ich habe mich halt beeilt. Ich wollte sie unbedingt zu Halloween dann aufsetzen können. Jetzt kann ich sie aufsetzen. Ich kann es euch ja nachher auch nochmal zeigen. Oder ihr guckt einfach mal auf Instagram. Ich habe dort ein Bild hochgeladen, wie ich sie aufgesetzt habe. Die Leute, die mir auf Instagram folgen, wissen schon Bescheid. So, dann habe ich hier den Timer. Das Schild hier habe ich selber gezeichnet und dort reingesetzt. Und hier vorne habe ich noch ein paar Schrauben reingemacht, damit das hier ein bisschen hält. Und es sieht jetzt auch schon ein bisschen eingebeult aus. Die steht bei mir hier im Zimmer und da bin ich aus Versehen dran gekommen. Und ja. Hier haben wir dann noch diese Box, wo dann der Draht drinne war, damit der Timer gestartet ist. Und ja, ich glaube, man sieht eigentlich auch schon, was das hier für eine Apparatur sein soll. Dann habe ich hier auch diese Klemmen reingemacht, womit man dann die Höhe hier verstellen kann. Und hier vorne auch nochmal. Hier drüben ist ein Draht. Der ist eigentlich dafür da, dass wenn die Zeit abgelaufen ist, das Teil dann aufschnappt. Aber da das hier weder Mechanismus noch was oder sonst sowas hat, funktioniert das natürlich auch nicht. Man kann die hier nur so ein bisschen öffnen, aber man sollte es halt auch nicht übertreiben, weil sonst bricht das Teil ab. Und das ist ein bisschen, naja, blöd. Wenn ich mal demnächst wieder eine machen sollte, dann werde ich euch natürlich auch ein Tutorial dazu machen. So, aber das hier ist jetzt erstmal der Prototyp, also die erste, die ich gemacht habe. Und hier sieht man halt auch schon wieder ein paar Fehler. Den Rostlook habe ich übrigens aus einer Mischung zwischen Braun, also dunklem Braun, dann auch hier ein bisschen Rot, also auch wieder dunkles Rot. Ich glaube, das war jetzt hier Blutrot oder so hieß das. Ich weiß es nicht genau. Oder nee, das war definitiv kein Blutrot. Die Farbe hatten sie dort nicht im Laden. Und ein bisschen Ocker bzw. Gelb-Braun gemischt. Hier oben, das hier ist Filz. Also, ja, das ist so eine kleine Filzmatte, die ich hier zusammengerollt habe und dann hier oben reingesteckt habe. Wenn man hier umdreht, sieht man eigentlich auch, dass es sogar hier noch aufgeht. Wenn ich das dann neu baue werde, werde ich dann einen Schlauch kaufen dafür. Also ich werde das dann also hier mit richtigem Material machen. Hier werde ich dann mal gucken, ob man irgendwo noch richtige Zahnräder dazu findet. Und ja, Draht, den habe ich ja auch selber gewickelt. Der ist jetzt auch nicht ganz so stabil. Also man könnte ihn hier auseinanderziehen und dann wäre es futsch. Aber das möchte ich jetzt nicht. Und das hier, das sind eigentlich nur so kleine Styropor-Halbkugeln, die ich hier säuberlich durchgeschnitten habe, damit ich die hier draufsetzen konnte. Hier auch. Ja. Und das hier, das sind hier diese, na wie heißen die? Das sind hier diese Flechtbänder. Vielleicht kennt ihr noch ein oder andere von euch. Die sind so gummiartig. Die sind halt so wie Kabel. Und da habe ich die halt für oben, für diese Kabel hier verwendet. Aber jetzt bin ich gegen Stativ gekommen. Und habe sie dann hier einfach ein bisschen durchgefädelt. So sieht das Ganze dann halt auch aus. Und hier ist nochmal mein Logo schön versteckt. Und ja, als kleinen Spaß hatte ich mir dann noch hier die Mundstücke dazu gebaut. Die sehen jetzt alle so hier aus.
Da sollte man eigentlich hier so einen Draht reinfädeln, wo man die dann so reinschieben kann. Aber das wurde leider nicht so. Das war jetzt leider nicht so gut, wie ich es mir vorgestellt habe. Und da sind die halt immer locker gewesen und rausgefallen. Und deswegen lasse ich die einfach aus, auch draußen jetzt. Das hätte jetzt eh keinen Sinn gemacht. Man könnte sie, wenn man das halt irgendwo jetzt nur hinstellen möchte oder so, kann man die auf jeden Fall wieder reinmachen. Aber da man die halt auch tragen möchte und ich glaube, Farbe ist jetzt nicht unbedingt so gut für den Körper, dann wäre das jetzt auch nicht so ganz geeignet. Ja, was könnte man jetzt eigentlich noch dazu sagen? Also, ich habe hier vor allem sehr viel Karton verwendet. Hier, das hier sind jetzt kleine Holzstäbe, die ich hier reingebohrt habe. Also ich habe hier vorgebohrt, dann habe ich das ein bisschen so größer gemacht, damit die hier reinpassen und habe die dann halt hier mit Heißkleber befestigt. Ich habe hier eigentlich nur mit Heißkleber und sowas gearbeitet zur Befestigung und das sieht man eigentlich hier auch an manchen Stellen auch sehr gut. Ja, hier ist noch ein bisschen Farbe abgegangen, wahrscheinlich weil ich die immer irgendwo hinstelle. Und ja. Die nächste, die werde ich dann ein bisschen anders bauen. Die werde ich dann so beweglich bauen. Also so, dass man hier die Zahnräder und so vielleicht ein bisschen bewegen kann. Und dass man das ja auch öffnen kann, ohne dass man das abbrechen könnte. Irgendwie werde ich das da schon hinbekommen. Mache ich dann hier so zwei Schrauben rein. Dann kann man das dann so auf und zu machen und das dann verstellen. Aber mal schauen, wenn ich dazu kommen werde. Weil ich habe ja auch eine Arbeit, um die ich mich kümmern muss. Ich gehe arbeiten, ja. Ich bin halt kein Vollzeit-YouTuber. Und dann habe ich hier auch wieder diese Bolzen reingemacht, habe dann, also diese Halbkugeln, habe da hier so Pappe drunter gesetzt, die hinten offen ist. Ich glaube, das nächste Mal werde ich dafür dann richtige Schrauben verwenden. Aber mal schauen, weil Schrauben, die machen das Ganze ja dann nochmal ein bisschen schwerer und das Teil wiegt jetzt ja auch schon so einiges. Ich gehe mal jetzt von ungefähr einen halben Kilo aus und ja. Wenn man das dann halt so aus Holz und so nachbauen würde, dann wird es nochmal ein bisschen schwerer sein. Aber okay. Ich kann ja mal noch kurz ein bisschen weiter weggehen, damit man es auch wirklich gut sieht. Ich habe jetzt hier das Stativ in der Hand mit der Kamera. So sieht sie dann aus. Ich drehe die jetzt hier noch ein bisschen. Falls ihr sie nachbauen wollt, dann ja, dass ihr auch gleich wisst, wo was lang geht und so. Ja, mache ich doch gerne. So sieht sie dann von der anderen Seite aus. Und so sieht sie dann von vorne aus. Ja, und das ist eigentlich jetzt auch schon alles, was ich zur Bärenfalle zu sagen habe. Demnächst wird dann halt auch noch ein anderes Video kommen, was wieder um Messer geht, wahrscheinlich. Und ja, dann wünsche ich euch noch ein schönes Halloween. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss.